Deathbed von Team Grün dürfte jetzt auch weg sein. Ja, ist jetzt auch weg. Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Bed Wars. Wir spielen auf der brandneuen Map. Dream ist nach dem einser Map, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Und ja, schauen wir mal, wie es so läuft und in welchem Team sehen wir. Sieht nach rot aus, ja, ist rot. Cool ist hier sogar unter dem Dorfbewohner, der Wollblock rot ist. Da kann man sogar beim Handeln erkennen, denn ich habe es gerade nicht an dem Pilz gesehen, auch wenn ich den Pilz vielleicht schon mal gesehen habe, aber so richtig gesehen habe ich ihn noch nicht. Also er war vielleicht schon mal in meinem Blickwinkel, aber ich habe noch nie richtig drauf geschaut. Aber jetzt beim Handeln habe ich gesehen, er steht ja auf einer roten Wolle. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bin in Team Rot und ja, wir sind in Team Rot. Und ich laber schon wieder viel zu viel am Anfang. Und der baut sich schon in die Mitte. Okay, aber hier gibt es eine Leiter. Und wenn man da hochklettert, kommt man zum Bett. Und wenn man sich von da oben zu seinem Nachbarn baut, dann ist man direkt beim Bett. Und das ist schön. Deswegen machen wir das jetzt auch. Okay. Der darf nicht rechtzeitig sein Gold safen. Das wäre schön. Das Bett von Team Pink wurde jetzt von dem Türkisen abgebaut. Und er saved das Gold zu spät. Okay, damit ist das erste Bett weg. Und zwar das gelbe Bett. Zack, zack und weg. Schön. Jetzt handelt ihr was? Komm, handelt ihr was? Ich will, dass ihr was handelt. Jetzt. Jetzt bist du. Okay, das war gerade richtig komisch, aber egal. Ja. Und unser Bett ist weg. Das ist echt immer ein bisschen... Gut, denn wenn man sich auf den einen Nachbarn konzentriert und sein Bett souverän ausschaltet, kommt einfach der andere. Dann ist unser Bett halt weg. Kann ich halt nichts machen. Außer das Bett von dem auch noch abzubauen, wenn das denn was bringt. Ja, unser Bett ist weg, klar. Okay, das Bett von Team Schwarz ist weg und das Bett von Team Grün dürfte jetzt auch weg sein. Ja, ist jetzt auch weg. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen schön, aber das Ding ist nur, Leute, es bringt uns nichts. Denn wir wurden von beiden Seiten attackiert. Und das ist halt ärgerlich. Aber. Oh, 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 er geht, okay. Wieso rede ich die Runde denn eigentlich schon so schlecht? Weil vielleicht wird ja doch noch was daraus. Zwei Betten ist schon mal stark. Hätte ich noch gerne Rüstung. Ein bisschen mehr Blöcke. Ich weiß, ich habe schon viele Blöcke, aber Blöcke können nie schaden. Falls man sich gegen den Boss, wenn man mal eine Base bauen muss oder so. Und da ist wieder unser Freund. Nein, der ist nicht unser Freund. Der hat unser Bett abgebaut. War natürlich unser Feind. Unser Erzfeind sogar. Die Leute, die mein Bett abbauen, sind mein Erzfeind. Deswegen tut es auch gar nicht. Komm. Komm her, Grüner. Da oben steht er jetzt. Und wartet. Und wartet. Und springt. Nö, er wartet. Hä, was macht er denn? Okay, ich habe seinen Plan noch nicht ganz verstanden. Wir sind jetzt hier an unserer Base. Und sneaken mal die Leiter hoch. Ja, er haut ab, er haut ab. Jetzt komm. Ich will beide killen. Ja. Ja. Was mit Gelb? Der lebt noch. Wie konnte dann der Blaue einfach kommen? Oh, Gelb ist tot. Oh, Leute. Okay, zu Blau ist es noch ein viel zu langer Weg. Deswegen hole ich mir erst Gold. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass aus der Runde noch sowas wird. Jetzt dürfen wir es auf keinen Fall verkacken. Okay. Da hinten ist Team Blau. Jawohl. Gib mir noch eine Fuhre. Gib mir noch eine Fuhre und ich warp mich. Oder geh darüber. Nee, ich warp mich. Dann habe ich viel mehr Zeit, um mich zu equippen mit dem Gold. Gib mir Gold oder ich baue dich ab. Nein, ich habe es abgebaut. Egal.
Es wird eng. Ganz ehrlich, hol dir mein Bett. Ach, ich hab keins mehr. Okay, ich baue mich jetzt zu blau. Wenn er dann herkommt, dann warte ich mich vielleicht. Oder er kommt, oder? Nee, dann baue ich mich. Schnell. Ich muss halt immer wieder schauen. Okay, ja, er hat nichts dagegen. Bis jetzt. Er hat immer noch nichts dagegen. Komm. Gib mir das Bett. Er hat was dagegen, okay. Wenn du was dagegen hast, dann will ich dich auch gar nicht nerven. Dann gehe ich halt wieder in meine Base zurück. Habe ich jetzt extra für ihn gemacht, Leute. Denn wenn er nicht will, dass ich sein Bett zu früh abbaue, dann lasse ich halt noch ein bisschen stehen. Es ist halt in der Mitte und kann es halt nicht safen, außer er baut den Gang, den wir angefangen haben, zu Ende. Ist ja ein bisschen schade, denn den Gang haben wir angefangen. Deswegen steht da auch ganz groß unser Name drauf, und zwar Chill Up Man. Jetzt noch ein Buspanzer und Heiltränke, denn Heiltränke sind auch sehr wichtig. Falls man mal in einem Kampf ist und ihn gerade noch kriegt. Okay, jetzt hoch. Und jetzt am besten sein Bett abbauen und ihn dann töten. So ist der Plan. Echt ein überraschender Plan. Damit habt ihr bestimmt nicht gerechnet, dass ich sein Bett abbauen will. Aber Leute, es ist so. Das Ding ist nur, von wo? Er hat das Gold gesaved, wie es aussieht. Oder er ist halt gerade dabei, den Gang zu Ende zu bauen. Wir drehen uns gleich nochmal um. Und er hat schon Bogen. Okay, Leute, dann war es das hier. Erstmal, also wir machen einen Zwischenstopp oder auch nicht. Doch, müssen wir. Schöner Hit. Auch schöner Hit von ihm. Noch ein schöner Hit. Alter, wir treffen noch echt gut. Das Ding ist, du wirst jetzt Gold gesaved. Gut, Leute. Er schießt gut. Da will ich gar nichts sagen. Ein Treffer, dann ist er... Okay, jetzt ist er verwirrt. Jetzt müssen wir laufen. Haben es geschafft, okay. Hier mit mir bei seiner Nachbarspace. Hey, wie hat er das Gold bitte gesaved? Egal. Vielleicht war da auch ein Warp oder ein... Ah. Ach, ist ja egal. Er hat das Gold gesaved. Das ist, worauf es ankommt. Und das ist nicht ziemlich gut. Aber... Wir haben sein Bett. Das ist sehr gut. Damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Komm, erst das Bett aufeinander lassen. Okay, Boo, wo bist du? Komm. Ich gebe das Risiko jetzt ein und warp mich. Wenn er in meiner Base steht, dann steht er in meiner Base, Leute. Tut aber nicht. Oh, habe ich da gerade seinen Namen gesehen? Jetzt hat er bestimmt eine Enderperle. Deswegen gehen wir jetzt wohin, wer glaube ich noch nicht mal gesehen hat, dass wir da hingehen können. Und zwar zu diesem Team. Das war ja früher unser Erzfeind. Das ist ja sogar Team Grün. Boah, Leute. Ich bin so richtig angespannt. Denn die Runde lief so schön. Wenn wir sie jetzt noch verlieren, wäre es halt schade. Aber es könnte natürlich passieren. Komm, beweg dich irgendwo hin. Geh in unsere Base, geh in die Mitte, ist mir egal. Hauptsache du gehst irgendwo hin, ich abschießen kann. Und das wäre, glaube ich, das ist eine gute Höhe. Komm, beweg dich bitte. Zeig dich wenigstens. Erstmal, du musst dich nicht bewegen, aber zeig dich. Das wäre schön. Am besten hier nicht rumstehen und nichts tun auf dem Gang. Und dann kann man schön gesniped werden. Okay, jetzt sind wir halt wieder in unserer Base. Okay. Oh mein Gott. Hier könnte er auch gut sneaken, macht er nicht? Hä? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich glaube, jetzt mal blind darüber. Hä? Sneak doch hier irgendwo. Ich glaube, ich mache mir ein TNT-Schaff. Ja.
oder ich gehe in die Mitte. Oder ich mache einfach beides. Erstmal ein, zwei TNT schaffe. Die mal losschicken auf die Suche. Oh nein. Da war er gerade. Ja komm, dann versuch du ihn auch nochmal zu töten. Um den wenigsten Schaden zu machen. Okay Leute, das wird doch nochmal länger als ich gedacht habe. Außer, wir gehen jetzt in den Angriff und bringen das Ganze hoffentlich zu Ende. Wo ist er denn? Boah, ich würde jetzt richtig gern wissen, hätte ich mein Schaf noch. Oh mein Gott. Jetzt kommt auch noch das Höhlengeräusch. Der ist bestimmt oben drauf. Boah. Okay, okay. Halt Schaden und Acer. Komm, bringen wir es zu Ende. Bringen wir es zu Ende. Schöne Combo. Wartet, wartet. Ja! Ja! Puh, zwei Kills, drei Betten. Auf der neuen Map. Nee, Hex waren das nicht. Es war nur eine richtig nice Combo. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir mit einer positiven Bewertung. Und dann schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ciao, ciao.